Die Sensation ist perfekt. In den frühen Morgenstunden gab der bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein bekannt, dass diese Transrapid-Strecke realisiert wird. Die Finanzierungslücke sei dank einer Finanzspritze von mehr als 1 Milliarde Euro geschlossen. Retter in der Not ist die Münchner SPD, die ihren Widerstand gegen das Projekt überraschend aufgab und den Deal einfädelte. Wie bereits gestern bekannt wurde, wird demnach das Stadion an der Grünwalder Straße abgerissen und das Grundstück an einen Investor aus der Westafrikanischen Republik Skelettküste verkauft. Ich mache eine kleine Performance auf Eis drauf. Also Afrika auf Eis ist total wieder anders. Ja, genau, auf Eis. Ist bald, in ein paar Minuten geht los. Einfach so Performance schauen, wie es, also die Atmosphäre, ja, die Kälte, Wärme, Kälte, so Mittel, schauen, was ist. Der Unmut in der Münchner Bevölkerung hält indessen unvermindert an. Die kennen so kurz die Typen. Nach dem Sinneswandel der SPD hatte der TSV 1860 die Schirmherrschaft für das Bürgerbegehren bis zum 13. April übernommen. Unterdessen zelebrierte die bayerische Staatsregierung feierlich den Baubeginn der Magnetschwebebahn. Ja, meine sehr, sehr geehrten Damen und Herren, mein Kollege, Amtskollege, der russische Präsident Brezhnev und ich, wir haben uns hier heute getroffen und ich möchte Ihnen sagen, in 3 Milliarden, wenn Sie einmal vergleichen, den internationalen Finanzverkehr in an der Wall Street oder in Shanghai, in China, dann werden Sie feststellen, dass die 3 Milliarden Sie in China brauchen, um Ihr Pausenboot zu bestellen. Damit ist eines klar, der Transrapid kommt mit Hochgeschwindigkeit. Einzige Bedingung der SPD an die bedrängte Staatsregierung, Jungfernfahrt pünktlich zum Christopher Street Day 2010 und eine Umbenennung des Projekts in Transen Rapid.